Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und ihr seht es, es leuchtet alles wieder grün, sehr, sehr schön, so muss es sein, wir haben endlich wieder Strom, war auch eine schwere Geburt, muss ich sagen. Wir waren das letzte Mal gegen Ende stehen geblieben, dass wir das Kupfer von hier unten hochfördern wollten. Ich habe jetzt schon mal das Förderband hochgezogen und dann gehen wir unterirdisch mit dem Förderband quasi hier in die Mitte rein und dann bauen wir hier drin die ganzen Kühlkörper, die wir brauchen. Wird nicht ganz wenig, aber sollten wir hinbekommen. Aber bevor wir jetzt damit anfangen, würde ich gerne noch was testen, weil wir haben ja nach wie vor hier diese drei Wasserpipelines, die ursprünglich dafür da waren, dass wir drei solche Pärchen aufbauen. Hat ja hinten und vorne nicht funktioniert. Ich würde das jetzt gerne nochmal testen mit einem Pärchen. Ich habe alles dabei. Das heißt, wir bauen noch schnell zwei AKWs hin, schließen das an und gucken, ob das funktioniert, weil dann würde ich zwei von den Pipelines nehmen für die AKWs, dass wir da unten 10 stehen haben. Also 10 AKWs unten in einer Reihe und dann nochmal 10 oben drüber und dann ganz oben nochmal 10. Also das ist das Ziel. Und dann habe ich eine Pipeline noch frei mit 600 Kubik ungefähr, die wir dann verwenden können für die alternativen Kupferrezepte. Das wäre schon ziemlich wichtig. Jetzt habe ich von euch noch gestern gelesen oder mitbekommen. Vielen Dank dafür. Also Möglichkeit 1 oder Problem 1, was sein könnte, ist, dass diese Pumpen hier zu weit unten sind. Wenn wir uns mal so ein AKW jetzt anschauen, ganz kurz. Autosave. Jetzt geht es da nicht her. Hier. Ich könnte auch hintergehen. Egal. So, dann haben wir ja hier ziemlich hoch ein Schaufenster, ein Kühlfenster quasi. Da muss die Flüssigkeit rein. Also es könnte sein, dass die Pumpe zu weit unten ist, dass es hier hochkommt, bis ganz oben aufgefüllt wird. Das war eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, das wusste ich noch überhaupt nicht, wenn hier Zwischenlager dazwischen sind, sowas hier, dann wird die Förderhöhe auf 0 gesetzt, was dahinter kommt. Das heißt, das Wasser, was da reingeht oder rausgeht, kann gar nicht bis ganz oben hin in die Kühltürme kommen. Das war die zweite Möglichkeit. Das werden wir jetzt mal rausfinden. Ich denke mal, das wird nicht allzu lange dauern. Ich will heute auf jeden Fall mit den Kühlkörpern weitermachen. Aber wir müssen davor noch eine Kleinigkeit umbauen, weil das schaut ja so ganz cool aus, aber ich bekomme halt die AKWs nicht direkt daneben jetzt, weil hier die Pipelines sind. Ich habe schon kurz angefangen. Da müssen wir jetzt wirklich schnell sein, dass wir keinen Mist bauen. Ich würde diese Pipelines hier wegmachen und eigentlich unterirdisch weiterlegen bis, weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Machen hier mal ein bisschen was weg. Ja, dass wir hier so rauskommen. Hier. Das wäre ganz gut. Dann schließen wir das einfach hier an. Dann habe ich hier auch Platz. Beziehungsweise hier könnte schon wieder verdammt eng werden. Vielleicht geben wir sogar noch einen zweiten. Dann habe ich aber kein Wasser mehr. Problem, Problem, Problem. Aber wenn ich hier rausgehe, müsste es passen. Es muss passen. Gut, also, fangen wir mal an. Beziehungsweise ich brauche hier sogar diese Reihe auch noch. Das müsste aber nach wie vor gehen. Das auch gerade? Ich glaube schon. Ja, schaut gut aus. So, und jetzt müssten wir eigentlich ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt wegmache, dass der Strom ausfällt, aber im Zweifel ist er kurz weg und dann müsste es funktionieren. Allerdings kann ich dann nicht mehr schweben. Das ist das nächste Problem. Wir müssen ein bisschen rumtricksen jetzt. Machen wir es so. Dann kommt die Foundation wieder weg. Dann machen wir das so. Was natürlich jetzt doof ist, ist der Strommasten. Obwohl, das müsste eigentlich gehen. Na, komm her. Ja, der steckt genau zwischendrin. Das muss so. Kann ich hier wieder zumachen. Und das gleiche Spielchen machen wir jetzt drüben. Aber drüben ist nicht ganz so einfach.
Also ich gehe jetzt mal erstmal bis zum Rand. Und da müssen wir gucken, es hilft nichts. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Wir fangen mit einem erstmal an, mit dem unteren. Dass das halbwegs passt. Ich werde es nicht ganz hinbekommen. Doch, werde ich schon. Wir dürfen jetzt natürlich nicht wieder in Schönheit sterben. Mache ich immer gerne. So, dann ist das jetzt... Wir schauen, dass ein AKW gleich wieder läuft. Dann ist das jetzt die äußerste hier. Die hier. Ganz genau. Sehr gut. Das wäre natürlich jetzt hier nicht einfacher. Wie würde ich jetzt hier hochkommen? Moment mal. Halt, falsch, 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 falsch. Autosave? Ich will nicht zu viel Zeit verlieren, aber ihr seht schon wieder. Die hier ist es. Jetzt passt es. Wenn ich jetzt theoretisch... Es funktioniert nicht. Ich kann es... Das Problem ist, wie bekomme ich das vernünftig angeschlossen, ohne dass es irgendwie zusammenbackt alles und klippt. Übrigens ist das die falsche. Wir müssen ja die hier nehmen. Aber das schaut gut aus. Das heißt, das ist die mittlere. Dann bauen wir die auch gleich um. Ganz genau. Und dann die letzte noch. Das sollten wir hinbekommen. Obwohl es natürlich jetzt immer schwerer wird. Klar, logisch. Aber so müsste es eigentlich gehen. Wunderbar. Ja, dann ist es jetzt ein bisschen zusammen, aber okay. Ja. Das werden wir vielleicht nochmal. Weil es hier... Nee, Moment mal. Moment mal, das... Wir machen jetzt mal hier, dann kommst du weg, dann kommst du weg. Weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen Scheiß baue, aber kann sein. Vielleicht müssen wir sogar noch eins weiter. Ne, jetzt ist es gerade. Perfekt, dann haben wir das untere schon mal gerade. Und beim oberen, die ganzen Pfeiler reiße ich dann gleich wieder ab. Müssen wir auch eins weiter nach rechts mit der Stütze hier. Ich denke mal... Na, wir müssten wahrscheinlich... Das ist zu knapp. Wir gucken mal. Ich muss noch eins weiter nach rechts, glaube ich. Ja, tut mir leid, ich weiß. Nee, das passt sogar. Nee, passt nicht. Verdammte Axt. Muss genau da, wo das rauskommt. Oder so. Ja. Jetzt ist das aber hier zu knapp. Nee. Scheiße. Okay, ich hab eine Idee. Da ich es da jetzt nicht hinbekomme, macht mir das folgendermaßen. Sonst haben wir gar keinen Strom mehr gleich. Dann kommst du daher, du daher. Und das machen wir weg.
So, jetzt müsste alles hier passen. Meine Güte. Jetzt nur noch die letzte Pipeline anschließen. Die hier. Schon wieder 10 Minuten drum, aber okay. Dann kann ich jetzt den ganzen anderen Mist hier abreißen. Und dann habe ich auch Platz für die AKWs. Dann schaut es nämlich ordentlich aus. Dann kann ich direkt die 5 AKWs nebeneinander bauen. Das war hier eh schief. War eh Mist. War eh alles Klump. Jetzt bekomme ich Kisten. Cool. Mit Eisenplatten. Wir schmeißen irgendwas weg. Hier, das hier. Hallo? Jetzt. Schon wieder Kisten. Ich liebe Kisten. Es gibt nichts Geiles als Kisten. Das müsste aber eigentlich passen. Gut. Übrigens Kisten. Es müsste ja dann in, weiß ich nicht, 6 Wochen oder so das Fix-It-Event anfangen. Da gibt es wieder haufenweise Kisten. Da habe ich Bock drauf, bin ich ehrlich, auf das Event. So, die sind jetzt nebeneinander. Wir machen jetzt erstmal nur ein Pärchen. Ganz genau. Wie haben wir das jetzt hier gemacht? Das Wasser. Weil es wäre schon interessant, jetzt das rauszufinden, weil dann hätte ich nämlich Wasser hier für die ganze Kupferalternativsachen. Das wäre gut. Ja, das ist scheiße. Das ist eigentlich egal. Wir könnten es auch so machen und so, dann setzen wir jetzt hier die Pipeline. Setzen da drauf die Kreuzung. Was ich nicht verstehe, ist, warum geht es links nach oben und das AKW steht in der Luft. Kann das sein? Ja, aber warum? Er steht doch schon wieder in der Luft. Ich glaube. Ja, ich muss eh was umbauen hier noch. Wir machen jetzt mal. Oh Gott, Kisten. Das hier noch weg. Jetzt wird es ganz. Jetzt müssen wir uns beeilen ein bisschen. Meine Filter haut es gerade weg. Und habe ich die jetzt einstecken? 50 Stück, ja, raus damit. Weg. Verbinden wir das. Gut. Sollte jetzt erstmal passen. Ich glaube nämlich, dass das Band hier zu nah ist. Ja, ich glaube es. Egal, die internen Lager sind eh. Die internen Lager sind eh voll. Habe ich wieder welche in der Tasche überhaupt? Nee. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir das AKW hingestellt bekommen. Es ist immer noch in der Luft. Das liegt an diesem Band hier. Jetzt. Ganz genau. Es kann das hier weg, das hier weg, das hier weg. Die Kisten sammeln wir gleich auf. Da muss ich jetzt theoretisch. Hier lang. Dann passt das jetzt wenigstens wieder. Können wir ja schon mal hier reinhauen. Gut. So, Wasser wäre theoretisch angeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch
Genau, hier kommen die... Halt, Quatsch. Hier kommt der Atommüll raus. Und da hier auf der Seite, ganz genau. Das mit den Hilfslinien, manchmal... Ich träume davon irgendwann. Genau, hier brauchen wir jetzt allerdings, man könnte das auch so machen, haben wir ganz da hinten gemacht. Das macht aber jetzt hier keinen Sinn, weil, zeige ich euch gleich, ja von da hinten dann noch ein AKW kommt. Oder zwei besser gesagt, deswegen müssen wir das jetzt so machen. Aber dann haben wir das jetzt schon mal hinter uns. 31 Stück, die hau ich jetzt mal hier rein. Gut, und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das Band hier... Wir werden wahrscheinlich den Container noch mal ein bisschen versetzen müssen, aber wenn ich den versetze, Junge, 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 da geht mein Jodfilter aber runter. Weil wir brauchen jetzt halt hier kein Wasser mehr großartig. Das heißt, wir setzen jetzt... hier einen Splitter. Der geht hier rein und du gehst da rein. Und du gehst dann da hinten entlang. Autosave. Der nächste. Krass. Viertelstunde schon wieder rum. Übrigens seht ihr das, wenn ich das Förderband ziehe, wie das so schleiert. Das gleiche habe ich übrigens auch mittlerweile bei den Ressourcen. Jetzt nicht, wenn nur eins kommt. Aber irgendwie doch allgemein. Es ist alles so ein bisschen verschleiert. Wir gucken mal ganz kurz davor. Also hier sieht man es ziemlich krass. Da kommen ganz wenig an, wie das ausschaut. Man sieht es fast gar nicht. So verblasst ist das. Komisch. Da oben geht's, wenn es so langsam ist, aber hier ganz, ganz komisch. Egal, wir haben keine Zeit, wir müssen hier weitermachen. Also wir könnten, wenn es jetzt tatsächlich daran liegt, dann machen wir jetzt die mal weg. So, jetzt kommt hier das Wasser. Genau, also null Durchflussrate, weil Pipeline voll, klar. Bin ich froh. Also hier, das ist das Gleiche, guck mal. Das ist voll. Und jetzt ist es weg. Also irgendwas... Das habe ich aber schon länger. Gut, wir schließen jetzt mal das Wasser an. Beziehungsweise vielleicht sollten wir erstmal hier... das nochmal vernünftig machen. Habe ich Platz? Ja. Das heißt, wenn ich... Um wie viel kam denn da? Ich bin gespannt, meine Jodfilter. Es geht tatsächlich. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin manchmal so dumm. Gott sei Dank habe ich das Band noch nicht gelegt. Das wäre jetzt auch wieder geil gewesen. So, ich habe keine Filter, keine Uran-Dinger mehr einstecken. Das heißt, ich kann das wegmachen. Jetzt ist auch da vorne wieder eine vernünftige Versorgung. Passt. Schaut sehr, sehr gut aus. Jetzt müssen wir tatsächlich nur noch schauen, wie wir es mit dem Wasser machen. Und dann gehen wir vielleicht zumindest hier über den Container drüber. Und unten lassen wir erstmal frei. Da kommt dann die zweite Pipeline irgendwann, wenn wir das AKW 9 und 10 aufstellen. Also ich glaube ja, dass das hier sowieso nicht funktionieren wird. Also das AKW 7 und 8 wird eh nicht laufen. Dann schauen wir mal, komme ich da irgendwie vernünftig? Eigentlich schon, aber ich muss noch... Eigentlich müsste ich jetzt die mittlere Pipeline nehmen, um ehrlich zu sein.
Weil die untere geht dann hier rein. Irgendwann mal. Jetzt gucken wir mal. Wir schauen uns mal den ganzen Spaß an. Was passiert? Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Was, wenn es jetzt nicht funktioniert, könnten wir noch Folgendes machen. Und zwar... die Pumpe noch ein Stück nach oben setzen. Oder einfach oben, ja, oben drüber nochmal eine setzen. Welche ist das jetzt? Aber das schaut sehr gut aus. Guck mal, jetzt läuft das. Aber es kann schon sein, dass die Pumpe da hinten, also die wird hier noch hochkommen, klar. Aber dass sie die Förderhöhe von hier nicht mehr hinbekommt. Weil das sind jetzt, wenn wir mal gucken, wenn das so ist, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ja, 24, 28 Meter ungefähr Förderhöhe. Wenn das wirklich so ist, dass man das Glas bis oben hin voll mit Wasser machen muss. Dann habe ich natürlich nie gedacht. Übrigens, nochmal, danke für die Info. Jetzt ist es voll. Das heißt, wir gucken mal, was passiert. Ob sich das jetzt leert. Jetzt schaut das aber ziemlich gut aus. Ja. Müssen wir jetzt beobachten, ob das permanent so ist. Gut, aber... Es ist schon mal sehr gut, dass Wasser kommt. Das heißt, wir könnten die äußerste Pipeline dazu nutzen, dass wir jetzt hier in der Mitte endlich das machen wollen, was wir eigentlich heute machen wollten. Und zwar das Alternativrezept. Beziehungsweise die Kühlkörper anfangen. Also, ich finde schon, dass mich das ein bisschen stört, muss ich sagen. Das ist so, ja, so schemenhaft schleiert. Ja, aber gut, der nächste Patch kommt. So, jetzt schauen wir mal. Hier kommt das Kupfer an. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich irgendwo keinen Strom haben und gnadenlos abstürzen. Vielleicht... Ja, sollte ich mal ein Loch machen, wo ich hin will. Wenn ich aber hier... Doch, hier könnte ich rausgehen. Und hier habe ich schon keinen Strom. Okay, Moment mal, ich muss hier noch einen Strommast hinsetzen, weil sonst, ist wieder Drama. Kann ich das Loch hier zumachen? Und ich würde sagen, dass wir schauen, dass wir mittig aus der Foundation rauskommen. Schaut aber erstmal alles ganz gut aus. Ich glaube so. Ganz genau. Perfekt, läuft. Ja, jetzt will er nach oben irgendwo einsnappen, deswegen schaut das so komisch aus. Wunderbar. Ach so, war ja letztes Mal schon das Problem. Mist. Wir gehen die Platten aus. Hol ich schnell welche. Und dann können wir anfangen. Das kommt hin, ja. Doch, passt. Es läuft. Das ist jetzt quasi die mittlere Pipeline, die benutzt wird. Schaut, ich muss mal beobachten. Ich weiß es nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ziemlich viel Gebäudestrukturen machen. Aber meine Idee wäre folgende, und zwar, ich meine, das Update 8 wird ja eh irgendwann die nächsten, ich sag jetzt mal, 2, 3 Wochen, 4 Wochen, in den Early Access kommen. Und dann funktioniert die Plus-Mod ja sowieso nicht mehr. Eine ganze Weile wahrscheinlich. Und dann würde ich die Livestreams, die jetzt dann tatsächlich bald wieder anfangen mit der Plus-Mod, jetzt machen wir noch ein bisschen Foundry, ist eh bald dann vorbei. Machen wir die Livestreams, hier so ein bisschen alles schön. Und das Zentrallager oben mal fertig machen, dass wir halt es irgendwie gefüllt bekommen. Ihr wisst, was ich meine, Doktor.
So, lass mich mal durch. Jawohl. Also Aluminium haben wir denn genug für die... Also genug weiß ich nicht. Aber haben wir auf jeden Fall für die Kühlkörper. Schon wieder Autosave. Die Zeit vergeht, das ist nicht mehr normal. Ah, Beton, Mist. Aber wegen Beton gehe ich jetzt nicht hoch, weil haben wir hier. Aber auch kein Platz mehr. Es ist einfach. So. Wir wollten ja starten. Wir fangen wieder von hinten nach vorne an. Das ist meistens das Beste, habe ich so das Gefühl. Bei solchen ja mehr oder weniger komplexen oder komplizierten Anlagen. Ja, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Platz, genau. So, also, wir brauchen Mixer, haben wir gesagt, 3 Stück schwere Modularrahmen. Ich pack ab. Und ich habe keinen Platz. Aber ich brauche sie, die schwere Modularrahmen, Mist. Gut. Ich würde sagen, ich hole die schnell und dann bin ich gleich wieder da. Weiter geht's. Jetzt habe ich sogar zweimal laufen müssen, weil ich die Alu-Gehäuse auch noch vergessen habe. Klassiker. Also wir brauchen hier, glaube ich, auch noch ein bisschen Platz. Wir machen mal jetzt noch eine Reihe hin. Gut, und stellen jetzt hier Mixer auf. Fehlt mir irgendwas? Nein. Eins, zwei... Drei, ganz genau. Und wir wollen ja jetzt anfangen mit dem Kühlsystem. Genau, 18 Stück wollten wir machen. Wasser hätten wir, es funktioniert bis jetzt, also Wasser hätten wir da, gar kein Problem. Stickstoffgas haben wir auch da, also nicht in der Nähe, aber auch nicht ultra weit weg, das haben wir auch, kein Problem. Gummi ist jetzt die Frage, ob wir das abzwicken irgendwo. Ich meine, wir brauchen bloß 36 Gummi. Ob wir das irgendwo abzwicken oder ob wir eine neue Kunststoff-Gummiproduktion aufziehen müssen, müssen wir mal gucken dann. Auf jeden Fall brauchen wir 36 Kühlkörper und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Beton. Es ist jedes Mal Beton. Oder bei mir sonst alles andere auch. Aber ich finde das System von hinten nach vorne arbeiten echt ganz hilfreich. Dann vergisst man nichts und das Problem, das einzige Haken, was dabei ist, ups, gewuscht fingert, was dabei ist, ist, man kann sich mit dem Platz sehr schnell unterschätzen oder überschätzen oder falsch kalkulieren. Also, die Kühlkörper wurden hier. 7,5. 5 Anlagen hatten wir gestern gesagt. Könnten wir eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch ganz gut. Dann haben wir ein bisschen Überschuss, weil hier kommen jetzt mehr als 30 raus. So, jetzt würde ich sagen, ich fusioniere das jetzt mal hier zusammen. Schaut ganz gut aus. Bin ich jetzt froh, dass das mit dem AKW läuft, mit dem zusätzlichen AKW. Aber das habe ich schon mal gesagt. Und dann ging es eine Viertelstunde später nicht mehr. Vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, jetzt mal hier ein... Oder habe ich hier irgendwo einen? Ja. Einen Strommasten herzusetzen. Dann gucken wir gleich nochmal. Also 31.000 müssten wir haben. Läuft.
Komisch, 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 komisch. Also, hier haben wir jetzt dann natürlich, das wird ein bisschen ekelhaft. Wir haben hier zwei. Wie machen wir denn das jetzt hier? Wir haben hier zwei Festkörper und zwei Flüssigkeiten. Ich glaube, wir machen das folgendermaßen. Die Flüssigkeiten kommen von unten. Punkt. Dann gehe ich jetzt hier rum. Und setze hier die Splitter ein. Halt, Moment, ich brauche einen Schweberucksack. Also Flüssigkeiten von unten ist machbar. Also das Wasser ist ja eh gleich da hinten. Das ist kein Problem. Wir müssen einfach mal hier kurz drunter. Wir müssen halt unten dann irgendwie schauen, dass wir alles aufgetrennt bekommen. Bin mir nicht sicher, ob das alles so schlau ist. Wie kommen wir hin? Irgendwie bekommen wir das dann hin. Ja, ich habe schon eine Idee. Dann gehen wir einmal mit der Pipeline in diese Richtung und einmal in die andere Richtung. Also Splitter. In die Richtung. Na komm schon. Es will nicht jetzt. Und jetzt machen wir hier folgendes. Und zwar, wir setzen hier nochmal einen Splitter hin. Und wir können jetzt den intelligenten Splitter auswählen und mit der Steuerungstaste den austauschen. Ich weiß nicht, ob das davor schon ging, aber es ist genial. Das heißt, die Kühlkörper, wenn die denn theoretisch irgendwann fertig sein sollten, würden hier reingehen. Machen wir ganz klassisch mit alles eingeben. Kühlkörper und rechts ist der Überschuss. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen Logistik, Organisation meine ich natürlich, logischerweise. Hier ein kleines Lager hin. Mit den Kühlkörpern, weil es werden ja mehr produziert, als wir brauchen. Und die bringen wir dann auch irgendwann hoch ins Zentrallager. Das ist der Plan. Gut. Dann, wir brauchen hier jetzt Kupferbleche. Und zwar 22,5 mal 5 sind 100, 110, 112,5. Also eigentlich könnte es sogar dieses Mal relativ einfach gehen. Ich glaube, zu meinen, mich zu erinnern, mit meinen zwei Gehirnzellen, dass wenn ich sage, ich gehe und stürze vielleicht nicht ab. Ah, mehr Platz. Sicher ist sicher. Ich gehe mit der Raffinerie immer ans, ja, wegen mir an den linken Eingang hin. Hat es zwar nicht ganz gepasst, glaube ich, aber es kommen immer 22,5 raus. Hat natürlich nicht gepasst. Boah, so machen wir das. Dann muss ich das nicht fusionieren und auch nicht wieder dann splitten. Die Frage ist halt, zack, wir müssen ein bisschen Platz lassen. Hier einmal, hoffentlich geht das überhaupt vom Platz her. Als wenn es so gewollt wäre. Tatsächlich, easy. Dann spare ich mir jetzt einen Haufen Splitter und Fusionator. Das ist schon mal gut. Dann stellen wir hier das Rezept ein. Zack, zack. Und hier drüben noch. Und hier. Passt, wunderbar. Gut, dann müssen wir das aber jetzt hier einmal anders machen, weil hier muss ja theoretisch jetzt noch die Aluplatten rein. Das machen wir jetzt einmal, wie wir es früher öfters mal gemacht haben. Ich ziehe jetzt hier einfach ein Förderband bis ganz davor. Seht ihr das? Selbst hier ist es ein bisschen verschwommen. Es kann aber allerdings auch sein, dass es eine Grafikeinstellung von mir ist.
dass sich da was geändert hat. Wenn ihr das wisst, was das ist, wenn es eine Grafikeinstellung ist oder ob ihr das auch habt, dann bitte mal ganz kurz in die Kommentare schreiben. Wäre eine coole Sache. Normaler Splitter. Weil ein bisschen nervig ist es schon. Es geht, aber ich denke tatsächlich, dass es ein Bug ist oder so. So, und jetzt müssen wir die hier wieder abreißen. Und neu setzen. Dann sind die automatisch auch gleich verbunden. Dann kommen jetzt hier die Alubahnen dann. Diese Aluplatten halt. Dann hätten wir das mehr oder weniger schon. So, hier brauchen wir jetzt halt Kupferbahn 22,5. Moment mal. Hier. Okay, da brauchen wir nicht so viele. Dann würde ich sagen, 22,5. Also wir machen auch auf jeden Fall 5 Anlagen, weil wir brauchen Kupferbahn noch für die Aluplatten, genau. Dass wir die noch machen müssen. Die Aluplatten, weil sonst haut es hier hinten und vorne nicht hin. Also Platz. Ja, ihr seht schon, hier kommt das Kupfer raus. Jetzt wird es doch ein bisschen eng. Der hier muss mal weg. Da kommen wir aber hin, oder? Ich denke. 1, 2, 3, 4, 5 passt. Wir müssten es theoretisch nicht mit dem Rezept machen. Wir haben so viel Kupfer unten. Aber wir brauchen halt auch nicht wirklich viel Wasser. Und das Wasser haben wir ja. Nee, dieses Mal machen wir es tatsächlich aber so. Genau, Moment mal, ich fange mal an, nebenbei ein bisschen die Pipeline zu ziehen. Ich habe auch hier echt Strommasten, also die Gebäude könnten ja auch ein bisschen Strom abgeben. Aber naja. Seht ihr das immer noch? Ich kann diese Kreuzungen nicht mehr gerade setzen. Auch mit der Steuerungstaste, ich weiß nicht, was da los ist. Die sind irgendwie, also wenn man von oben schaut, sieht man es sogar noch besser. Die sind nicht mehr gerade. Und ich weiß nicht, warum. Ich guck mal was, ganz kurz. Liegt es vielleicht tatsächlich am Skin? Das wäre natürlich jetzt dramatisch. Ja. Nein. Ah, das ist halt jetzt dumm, weil dann haben wir jetzt halt lauter kleine Wölbungen drin. Ich meine, die sind ja wenigstens immer so synchron, die Wölbungen, also immer gleich. Das heißt, das könnte man auch so behaupten, dass es so ausschauen sollte. Die Frage ist, funktioniert das jetzt überhaupt auch so? Ich sehe jetzt schon, das schaut aus wie ein Unfall. Das schaut aus wie ein Unfall. Was anders. Ich habe eine Idee. Hier oben, Leute. Hier oben. Weil das ist scheiße. Das trickst mir aus, das System. Wohl, wir tricksen es aus. Also wir gehen jetzt mal hier lang. Weil so kann ich es hier schön gerade ziehen. Dann ziehe ich jetzt die Pipeline einfach mal komplett durch. Und wenn ich jetzt oben drauf... Ja, genau. Die Kreuzung setzt, dann richtet sich aus. Dann passt das. Hier brauche ich es ja nicht. Wunderbar. Haha. Mann, manchmal bin ich echt gut. Selten, aber hin und wieder. Das heißt, hier kommt das Wasser. Und hier kommt ja... Genau. Bloß das Kupfer raus. Dann brauchen wir jetzt hier auch Wasser.
Und das machen wir jetzt ähnlich wie gerade eben. Also gut. Ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen, ob das Wasser reicht. Wir haben so viel Wasser und wir brauchen immer bloß irgendwie, ja, so 10 Kubik, dann mal 20 Kubik. Und was sind's hier? 22 Kubik, das müsste eigentlich passen. Zack, zack. Und der letzte noch. Also wir brauchen einmal hier. Drüben passt es ja. Hier. Hier. Und hier. Jawohl, passt. Schaut gut aus, Leute. Schaut gut aus. Das heißt, dann wird diese Pipeline hier und diese wird zusammenfusioniert. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof, wie ich die jetzt zusammenfusioniert bekomme, ohne dass es jetzt ein Problem gibt. Wir gehen hier mal genau auf die Mitte oder auf den Schnittpunkt von den beiden Foundations. Das müsste aber theoretisch genauso funktionieren. Ja, ganz genau. Und dann würde ich sagen, was kommt denn jetzt hier raus? Hier kommt was rein, okay. Gehen wir mit der Pipeline nach unten. Weil hier unten ist ja auch Wasser dann. Dann kommt das Wasser, geht hier rein. Wird hier abgekreuzt, geht da rein, geht da hinten rein und dann läuft das an. Sehr gut. Würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, wenn wir das Wasser von hinten erst reinpumpen, weil die Anlage braucht das allererstes. Aber egal. Dann kann es vorne schon mal volllaufen. Und dann passt das. Ganz genau. Und dann haben wir theoretisch, wenn. Wir müssen jetzt nur noch anschließen alles. Mehr oder weniger. Die Erze haben wir. Dann brauchen. Nee, haben wir nicht. Haben wir noch nicht ganz. Wir brauchen die Platten noch. Okay, gut. Aber das Aluminium haben wir. Dann haben wir das hier, das hier, das hier. Dann haben wir alles. Sehr geil. Dann haben wir die Kühlkörper. Nice. Immerhin. Und da brauchen wir 400 Stück. Und dann müssen wir schauen, wie wir Turbomotoren machen. Das wird nämlich ganz ekelhaft, glaube ich. Ja. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.